wer sortiert die Geschichte? Wie wird Geschichte für wichtig gehalten? Das ist eine der zentralen Fragen, denke ich mir, die auch in diesem Projekt besprochen werden müssen. Das heißt, letztendlich geht es darum, welche Akteure werden zusammensitzen. Und wie selektiv, und da müssen wir sorgfältig sein. So, ich muss mich entschuldigen, es ist ein bisschen unübersichtlich, was ich da links, rechts vor mir habe. Das heißt, okay, super. Soviel ich das jetzt gesehen habe, war der Herr in der letzten Reihe und dann die Dame links. Aha, okay, aber kommen wir zuerst zum Herrn in der letzten Reihe. Oder kann man? Okay, das, gut. Guten Abend, mein Name ist Wilko Schröter und ich hätte jetzt wirklich eine Frage an die Organisatoren dieser Initiative. Gibt es denn schon potenzielle Partner, mit denen man zusammenarbeiten möchte? Gibt es da schon Ideen, mit wem, wer als Stakeholder, sagt man heutzutage, wer Interesse an diesem Archiv haben könnte, mit dem jemand einbinden könnte? Okay, die Frage zu den Stakeholdern. Wer möchte dazu was sagen? Also die potenzielle Partner sind schon in einigen Fällen jetzt schon erwähnt worden. Natürlich ausgehend von der Politik über die bestehenden Archive, die schon da sind, bis zu Landesarchive und auf die Bundes- und Landesebene. Also das sind alle potenzielle Partner. Die, in welche Richtung diese Zusammenarbeit sich entwickeln wird, welche Partner für welche Teile des Projektes wichtig sind, das wird alles ein Bestandteil des Projektes. Aber ich denke, einige von uns haben einige in diese Richtung auch bis jetzt schon gesagt. Ich glaube, der Herr da wirklich auf die Reihenfolge aufpassen müssen. Dann. Einen guten Abend auch von meiner Seite. Wenn im Podium die Frage aufgetaucht, also ich bin Vorstandsmitglied des kurdischen Dachverbandes WECOM und den Dachverband gibt es seit 92, weil die Frage aufgetaucht ist, wie man Materialien auch beschaffen kann für das Archiv. Also ich kann von unserem Dachverband sagen, dass wir 7, 8 Regale voll mit Materialien haben, seien es jetzt Schriftverkehr mit den verschiedensten Institutionen, Politikern, Ministerien oder Aufnahmen von Veranstaltungen, Demos und so weiter und so fort. Und ich habe vor 6 Jahren die Aufgabe bekommen, dass ich einmal das Ganze durchstöbere und unwichtige Materialien wegwerfe, weil ich keinen Platz mehr gehabt habe. Und das ist mir beim ersten Regal nicht gelungen, deswegen habe ich einmal gleich aufgehört. Also es wäre von unserer Seite einmal sehr willkommen, dass wir wollen es weder wegschmeißen noch haben wir Platz. Und das könnte man natürlich machen. Und was zur Stadt Wien, man ein Quadratmeter Asphalt kostet 35 bis 45 Euro. Naja, Vergleiche können wir schon machen. Und Sachen, die der Stadt wichtig sind, können auch teuer sein und andere wieder nicht. Also damit sind Sie zwei wahrscheinlich nicht gemeint, aber ich glaube, der Gedanke ist schon jener, dass man manche Sachen, die man für wichtig erachtet, da rückt man schon mit dem Geld raus und für andere Sachen nicht. Und das wollte ich auch noch gesagt haben. Danke. Gut, Anne. Die Idee Archivierung, Dokumentation ist selbstverständlich auch ein Kampf um Macht und Ressourcen. Das ist ja eindeutig, deshalb sind wir ja im Gemeinderat, deshalb wurden wir uns ja dafür einsetzen. Wir wollen, dass Migration, Migrantinnen oder Menschen mit Migrationshintergrund, wie man sie immer nennen will, historisch auch aufwertet. Historische Aufwertung bedeutet auch, einen Kampf um Ressourcen zu führen. Und da werden wir, sage ich jetzt einmal, unser Möglichstes tun. Gut, Herr Brandt. Ich danke für das Stichwort. Also es ist natürlich, wen gesammelt wird und was gesammelt wird, da muss man auch gesagt werden, dass es eben schon solche Bestände schon gibt. Und sehr wichtige Partner in diesem Zusammenhang sind natürlich schon die Selbstorganisationen der Migrantinnen und Migranten selber. Also es gibt diese Dachverbände, es gibt diese Selbstorganisationen, es gibt sehr viele Entwicklungen in diesem Bereich, es gibt Brüche, es gibt und so weiter und so fort. Also diese Partner, was mich betrifft, wahrscheinlich sind wir am ersten Stelle als die wichtigste von allen, wenn wir von so einem Archiv der Migration
reden. Weil das sind die Akteure. Neben den privaten Personen, neben Familien. Es gibt solche Selbstorganisationen und die bestehen weiter. Es gibt hunderte von solchen Vereinen. Es gibt sie in Wien, es gibt sie in Vorarlberg, es gibt sie vernetzt in ganz Europa. Und diese Selbstorganisationen mal aus diesem Dunkel, die sie da verdeckt wurden, jahrzehntelang mal rauszuholen und rauszuholen, so dass es auch gezeigt wird, dass sie diese Arbeit geleistet haben, wäre auch so eine Aufgabe von so einer. Klare Worte, bitte. Ich vermisse in der Diskussion, und das ist auch wiederum eine Frage an euch, die Macher, Macherinnen der Kampagne in erster Linie. Also ich nehme eine Leerstelle wahr, und das hat wahrscheinlich auch mit dem Zeitpunkt zu tun, mit der Rahmen von diesem Anlass hier. Tut mir leid, ich muss ein bisschen denken beim Leben. Der Mann treibt einen an. Das ist meine Aufgabe. Ja, ist klar. Aber es wird dadurch nicht schneller, jedenfalls nicht in meinem Fall. Und die Leerstelle, ich kriege das Wort halt nicht hin, das ist sowas wie eine Perspektiviertheit von dem Projekt. Ich mache ein Beispiel. Wenn man die Legitimation, also die Begründung für dieses Archiv an den Begriff der Leistung koppelt, dann ist es eigentlich nicht erstaunlich, dass dann ein Rechter kommt und sagt, war ja gar keine Leistung, weil es ist ja schon ein Konzept der Leistung drin, dass die von verschiedenen Perspektiven aus unterschiedlich bewertet wird. Also wenn man das Archiv mit der Leistung begründet, dann hat man eigentlich, finde ich, das Spiel schon fast verloren. Ja, und Archive sind ja an sich nichts Progressives. Also die vertriebenen Verbände in Deutschland kriegen jetzt auch ihr Archiv. Und wie das werden wird, das konnte man auf der Berlin-Biennale jetzt schon mal ausschnitthaft besichtigen. Und das sind genau die gleichen Strategien, die die Kollegin aufgeführt hat. Also diese Strategien sind beliebig füllbar mit reaktionären Inhalten, mit staatstragenden Inhalten, mit einem Stück national fetischisierender Geschichte, die dann eben aus dem Bereich der Migration geschrieben wird, das Leistungsparadigma wird wieder bemüht. Also das wundert mich irgendwie und gleichzeitig verstehe ich es auch, aber mich würde interessieren, was ihr zum jetzigen Zeitpunkt dazu zu sagen habt. Und man könnte ja zum Beispiel statt der Begründung mit der Leistung, könnte man sagen, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, mit einem super restriktiven Migrationsgesetz. Wir wollen das Archiv benutzen, um eine Geschichte des Widerstands dagegen zu dokumentieren. Jetzt nur einfach als Gegenpol zur Leistung. Da würde mich einfach interessieren, was so der Stand der Diskussion in der Arbeitsgruppe ist. Okay, das ist also eine gute Frage an die Arbeitsgruppe. Also entweder Frau Bakondi, Herr Bratitsch. Beginne ich mal mit der Kampagne. Und zwar die Kampagne, ich habe vorher erwähnt, das sind drei Plakate, die in Öffentlichkeit plakatiert wurden und mit drei Sujets. Ein Sujet heißt Archiv jetzt, zweiter Geschreibung jetzt und dritter Gleichheit jetzt. Also, um was es geht in diesem Zusammenhang, ist eine Anerkennung gegeben im Sinne der Gleichheit. Und ich glaube, das ist in diesem Sinne, also das wäre auch so der ideologische Hintergrund einer Forderung nach der Archiv. Das ist von der Kampagne-Seite her so gedacht und damit sind wir auch in die Öffentlichkeit gegangen. Das bedeutet, auch die dürfen gleich sein, die nicht so viel geleistet haben. Natürlich. Dieses schöne Wort Leistung in der Integration. Da gibt es noch einen Herrn, den ich zuerst, glaube ich, gesehen habe. Waren Sie vorher? Sicher. Tut mir leid. Sie kommen jetzt zu Wort. Ja, ich heiße Andrea Staudner und bin AHS-Lehrerin. Und ich finde, dass Sie irgendwie das Pferd mit dem Schwanz aufzäumen. Sammeln gut und schön, ein Archiv haben gut und schön, aber wozu das Ganze? Das muss ja zu etwas führen. Das kann ja nicht sein, dass alle 10 Jahre die Stadt Wien eine Ausstellung macht. Oder, ich weiß nicht, ein indisches Kopftuch und ein Foto einer Demonstration, wo Kurden Fahnen schwingen, in einer Schachtel, hat ja keinen Sinn. Das Ganze muss ja in die Öffentlichkeit kommen. Und ich denke, eine solche Initiative sollte auch dazu führen, dass man Projekte fördert, die das an den Mann und an die Frau bringen. Also ich würde mal meinen, es wäre ganz wichtig, verschiedene Migrantinnen-Initiativen zu fördern, dass die, was sie sammeln, an die Leute bringen und dass man sie befähigt, das in irgendeiner Form herzuzeigen oder bewusst zu
wenn ich mich nächstes Jahr mit meiner vierten Klasse zusammensetze und dann Schwung Eltern einlade und sage, jeder bringt was mit, jeder erzählt was, die Großeltern erzählen ihre Geschichte, dann hat das, finde ich, mehr Wirkung. Es waren jetzt Sachen, einfach in Kartons, nur im Geldgeber sucht und niemand zerbricht sich den Kopf, was passiert mit dem Ganzen. Also Sie plädieren dafür, dass man diese Initiative breiter in der Öffentlichkeit bewirbt, sozusagen. Also, dass man Aufrufe startet an die. Wozu das Ganze? Es kann ja nicht Sammeln des Sammelns sein, sondern was wollt ihr dann erreichen? Was wollen wir haben? Welches Bewusstsein wollen wir schaffen? Wollen wir den Migrantinnen mehr Selbstbewusstsein geben, mehr Selbstwertgefühl? Wollen wir die anderen informieren? Wie schaut eine neue Geschichte Schreibung aus, also das Ganze muss ja eine Zielorientierung haben und nicht nur, dass ich jetzt eine Kammer oder einen Raum oder eine Halle finde und die SPÖ finanziert. Also das ist mir zu wenig. Es ist genug, was es tut, aber es ist trotzdem zu wenig. Okay, also jetzt anders wieder klare Worte zur Zielorientierung, Herr Rupner, möchten Sie was dazu sagen? Naja, ich dachte, ich hätte das vorhin eigentlich gesagt. Also ich glaube, dass... Wiederholung tut immer gut. Das stimmt. In der Pädagogik vor allem. Also ich glaube, dass ein Archiv nur ein Startpunkt ist und darum ist natürlich eine, wie gesagt, ist eine Kampagne. Also das heißt, zugespitzt. Sie funktioniert auf Plakaten, da gehen auch nur kurze Texte. Es ist eine zugespitzte Forderung und die Hoffnung, nehme ich an, von Lubo und Arif, ist gewesen, dass Leute durch Wien gehen und auf so ein Plakat stoßen sehen, ach, das ist kein Werbeplakat für irgendein Brot oder so, sondern für was anderes mal und stehen bleiben und kurz sich darüber nachdenken, was heißt denn das? 1962 ist es ja auch ein historisches Datum, also 50 Jahre, das in diesem Land sowieso fast nicht erinnert wurde. Das Archiv ist eine provokante, zugespitzte Forderung und tatsächlich muss natürlich genau das alles dann passieren. Aber wenn wir eben das Zeug nicht aufheben, dann wird es nicht passieren. Darum ist das Archiv als Kernforderung am Anfang, macht es Sinn, darum finde ich, es macht Sinn, es in der Kampagne in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann, aber natürlich ist die Hoffnung, und es ist ja auch nicht, wir hier werden nicht darüber zu befinden haben, was mit dem Material passiert, sondern die Hoffnung ist doch, dass, wie ich vorhin gesagt habe, dass kaskadenartig einfach stärker ein Bewusstsein für diese Themen kommt und sich mehr Leute damit beschäftigen, mehr Doktoranden, mehr Projekte aus anderer Richtung, vielleicht in Schulen was gemacht wird und so weiter. Gut. Entschuldigung, noch nur eine kurze Wortmeldung. Und zu Ihnen. Das eine hebt das andere nicht auf. Das Archiv wird Ihre Arbeit, die Sie mit den Eltern im AHS machen, nicht ersetzen. Jetzt müssen Sie es weitermachen. Ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Das sind ergänzende Elemente in der Gesellschaft, die wir brauchen werden. Und wir haben so viele Museen und Archive, von Eisenbahn bis Lilliputbahn und weiß Gott was. Und da denke ich mir, da hat die Arbeitsmigration auch einen Platz verdient. Bitte. Ich würde gerne an den Lugumir anknüpfen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass dieses Archiv und die Idee dazu tatsächlich im selbstorganisierten Bereich wächst, zu einem Konzept wird. Gleichzeitig verstehe ich die Vertreterinnen der Gemeinderatsmehrheit, würde ich das mal so sagen, darf überhaupt nicht, weil in ihrer Passivität nämlich